Hab keine Lust mehr, der Nörgler zu sein und bin müde vom Kämpfen und Klagen. Ich werde ab sofort gesellschaftskonform und verzichte auf weitere Fragen. Ich will auch dabei sein im Karussell der Reichen und Klugen und Schönen. Und dann lasse ich mich von den Medien loben und von meinem Konto verwöhnen. Und ich glaube ab sofort an jede Statistik. Und ich bin gegen Zweifel immun. Und wenn Umsätze steigen und Löhne sinken, hat das nichts miteinander zu tun. Und ich gelobe jetzt nicht mehr quer zu schießen. Und ich glaube der Bild und der Welt. Und an Terrorexperten und an Wirtschaftsanalysen und vor allem ans große Geld. Und ich glaube, dass Nestle die Menschen liebt. Die Vatikanbank leiten Christen. Banker sind voller Mitgefühl. Und Heckler und Koch Pazifisten. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Und ich glaube an den heiligen Sarrazin und an seine Eugenik-Visionen. So kann sich ein Rückfall in dunkelste Zeiten finanziell in jedem Fall lohnen. Und ich glaube, dass wir in Afghanistan zur Rettung der Frau angetreten. Und zusammen mit unserem Bundespräsidenten will für deutsche Siege ich beten. Und ich glaube an alles, was den Bildschirm füllt, von Pro7 bis RTL2. Und ich bewerbe mich morgen bei DSDS und wisch den Bund den Po. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hartz IV und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Raffistan. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan. Und ich weiß, dass wir ohne Atomstrom verenden. Und ich finde es ab jetzt auch beschissen, dass Konzerne, obwohl sie so viel für uns tun, auch noch Steuern zahlen müssen. Und ich glaube an die Automobilindustrie, denn die hat's ja nun wirklich geschafft und hält jede Regierung unter ihr verlässlich in Geiselhaft. Und ich glaube an Elite und an BBL und vor allem an G8. Denn wir brauchen Kinder, die funktionieren. Wer braucht schon ein Kind, das lacht? Export an Hartz IV und Wachstumswahn.